Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der neuen Bude. Willkommen zu einer Top-Liste auf meinem Kanal. Wie ihr bereits am Titel und am Hintergrund seht, geht es um die Top 10 Pokémon Mystery Dungeon Musiken. Natürlich aus meiner Meinung, wenn ihr etwas anderes sagt, schreibt's ruhig in die Kommentare. Das Ganze wird so ablaufen, ich werde erst den Song einige Sekunden lang anspielen, der gerade an der Reihe ist, und euch danach sagen, wo er spielt und was ich an ihm so gut finde. Und wie für solche Videos klar sein sollte, gilt Spoilerwarnung. Los geht's! Platz in meiner Liste ist Partners Theme aus Pokémon Super Mystery Dungeon. Das ist eben, wie der Name schon sagt, das Thema des Partner-Pokémons in diesem Spiel. Mir gefällt dieser Song sehr gut, daher finde ich wirklich zum Charakter, den der Partner auch hat, passt. Und der Partner ist sowieso, finde ich, aus allen Pokémon Mystery Dungeon Teilen in Super Mystery Dungeon der beste tatsächlich. Auch wenn der aus Himmel auch gut ist. Aber insgesamt mag ich diesen Song wirklich gerne, da er eben genau den Charakter widerspiegelt und auch wirklich zur ganzen Szenerie passt, die man während der Begegnung hat, bei denen diese Musik spielt. Fürs Erste bleiben wir bei Pokémon Super Mystery Dungeon. Auf Platz 9 der Soundtrack Time to Set Out. Der spielt, wenn man das Dorf verlässt, in dem man die ersten Spielstunden verbringt. In diesem Moment bekommt man Briefe von allen Pokémon im Dorf, weil jemand herausgefunden hat, ich sag jetzt nichts genaueres wegen Spoiler. Na, jedenfalls wissen alle, dass man selber und der Partner das Dorf verlässt und man erhält Briefe von allen, indem sie einen alles Gute wünschen. Das ist wirklich eine sehr emotionale Szene, die durch diese Musik sehr gut untermauert wird, was sie zu meinem Platz 9 dieser Liste macht. Platz Nummer 8 wechseln wir jetzt endlich mal den Pokémon Mystery Dungeon Teil und gehen zu Team Himmel, was ich im Moment auch Let's Playe. Wer das Let's Play verfolgt, kennt diesen Soundtrack auch. Through the Sea of Time spielt vor allem, erinnert man sich an die Szene, in der Reptan sich opfert und mit Zwirfins zurück in die Zukunft reist. Aber sie spielt auch an anderen Szenen, die ich jetzt mal nicht alle erwähne, weil ich nicht mal weiß, ob der die Stelle, bei der sie als letztes spielt, bis dahin online ist, auch wenn sie jetzt schon abgeht.
verdreht ist, wo ich das aufnehme, aber ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall spielt sie an vielen verschiedenen Stellen und sie ist wirklich eine Musik. Ich kann sie schwer beschreiben. Sie ist gleichzeitig emotional und sie baut auch Spannung auf, was wirklich sehr ein sehr guter Mix ist. Und deshalb gefällt sie mir sehr gut und ist auf Platz 8 meiner Liste. Platz Nummer 7, wieder Pokémon Mystery Dungeon, Erkundungsteam Himmel. Keine Angst, das ist das letzte Mal, das zweimal in Folge in dieser Liste Musiken aus demselben Pokémon Mystery Dungeon Teil kommen. Diese Musik spielt in der Szene, nachdem man das Spiel die Hauptstory durchgespielt hat und man selber verschwunden ist und der Partner am Strand ist und an einen denkt. Diese Szene ist auch wieder sehr emotional und gut mit dieser Musik unterlegt. Auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich die Musik anfangs gar nicht so sehr mochte. Aber durch Remixes und Versionen mit Lyrics, ich kann die sogar auswendig, die eine, weil ich es kann, habe ich dieses Lied auf jeden Fall lieb gewonnen. Und nun ist es Platz 7 meiner Liste. Sechs kommen wir zum ersten Soundtrack aus Pokémon Mystery Dungeon, Team Rot und Team Blau, was ich selber noch nicht gespielt habe. Diese Musik spielt in der Szene, in der man aus dem Dorf vertrieben wird und alle einen jagen. Es ist wirklich eine Szene, das ganze Spiel ist meiner Meinung nach tatsächlich relativ langweilig, der schlechteste PM-Detail für mich. Schlechter als Portale in die Unendlichkeit, aber meine Meinung. Aber diese Szene ist trotzdem einer der Höhepunkte. Ah ja, schlecht ist natürlich kein PMD. Diese Szene ist eine der Höhepunkte. Auch wieder eine sehr emotionale Szene. Wie fast alle, die in diesem Video vorkommen, hust, hust. Ja, und somit mein Platz 6. Kehren wir zurück zu Pokémon Super Mystery Dungeon und erreichen den Bereich, in dem wirklich alle Songs so nah aneinander sind, nämlich in meiner Top-Liste. Das hätte fast genauso gut Platz 1 sein können, dieser Song. Der spielt in der Abschiedsszene von Pokémon Super Mystery Dungeon. Wenn man feststellt, dass der Partner einen verlassen muss, was wirklich für mich eine Riesenüberraschung war, da ich alle anderen Teile von Pokémon Mystery Dungeon, in denen immer man selbst gehen muss,
schon kannte. Und daher war diese Szene wirklich überraschend und noch emotionaler als die von den anderen Teilen tatsächlich. Jedenfalls beim ersten Mal, beim zweiten Mal finde ich Team Himmel immer noch am besten. LOL. Und damit Platz 5. Nun auf Platz 4, die erste Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit Musik, Wrapped in Light. Natürlich auch wieder eine Musik vom Storyende, wenn man selber verschwindet, weil die habe ich alle in dieser Liste. YOLO. Das sind einfach meine Lieblingsmusiken. Auch wenn das hier nicht ganz die Szene ist, das ist eine Vorszene, nenne ich es mal, die Musik davon. Und zwar, wenn man ohne dem Partner etwas zu sagen einfach verschwindet und dann in ein Licht gehüllt wird und in Richtung Himmel aufsteigt. Das ist auch wieder eine sehr emotionale Szene. Und trotzdem ruft sie auch viele Erinnerungen hervor, was sie zu meinem Platz 4 macht. Wir kommen zum dritten Platz dieser Liste mit Dialga's Fight to the Finish. Die Endboss-Musik aus Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel habe ich auch schon in meinem Let's Play angemerkt, dass ich sie richtig gut finde, da man wirklich sozusagen den Ernst der Lage, auch wenn es natürlich nur ein Videospiel ist, begreift. Denn man kann die Zeit noch gerade so retten, aber es gibt noch ein Hindernis vor einem und das muss man jetzt aus dem Weg räumen. Und genau das verkörpert diese Musik für mich. Auf dem zweiten Platz gehen wir wieder zu Pokémon Mystery Dungeon Team Rot und Team Blau. Wie bereits angekündigt, habe ich alle Themes der Sequenzen, in denen man verschwindet, drin. Und das wäre die von Team Rot und Team Blau, die wieder sehr, sehr genau eigentlich trifft, was man in diesem Moment als Spieler fühlt. Und auch, finde ich, kann man sich durch solche Musiken so gut in diese Szenen hineinversetzen. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Bevor wir zu Platz 1 kommen, noch einige Remixes, die mir sehr gut gefallen haben. Manchmal sogar besser als der Platz 1 dieser Liste.
Aber es geht hier um Original-Soundtracks, deswegen nur ein paar Bonis. Nun auf dem ersten Platz konnte ich mich leider nicht entscheiden, welche der Musiken ich nehme. Deswegen ist das eigentlich sogar eine Top-11-Liste, weshalb Platz 12 bei dem einen Lied, wie ich bei Wrapped in Light angemerkt habe, wirklich scheiße knapp ist. Aber ich konnte mich wirklich nicht entscheiden, ob ich das Second Da Matter Battle oder exakt die zweite Phase oder Don't Ever Forget auf den ersten Platz packe. Don't Ever Forget kennt man aus meinem Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel Let's Play. Die Szene, bei der man sich von seinem Partner verabschiedet. Und mit dieser Musik wirklich was Besonderes. Second Dark Matter Battle. Die zweite Phase des Endboss aus Pokémon Super Mystery Dungeon. Und finde ich, dieselbe Begründung wie bei Dialga, bloß noch besser getroffen. Richtig, richtig geil. Beide Musik. So, damit war es das jetzt mit dieser Top-Liste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich mehr solche Top-Listen mache, lasst ein Like da und schreibt Vorschläge in die Kommentare. Wir sehen uns.